So, hi Johnny. Servus. Heute überragendes Spiel gegen Schott. Du hast einen Doppelpack gemacht. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, endlich mal wieder ein Doppelpack. Ich habe ja ein bisschen eine Torflaute gehabt in den letzten Spielen, sage ich mal. Deswegen endlich mal wieder Tor getroffen, auch wenn es ein bisschen glücklich war das erste. Aber braucht man dann auch mal als Stürmer. Ansonsten eine überragende Teamleistung, kann man nichts anderes sagen. Klar, in gewissen Situationen auch wieder ein bisschen Glück gehabt. Braucht man auch in so einem Spiel. Und natürlich einen Zayo hinten drin gehabt, der 1, 2, 3 Dinger super hält. Das hält uns natürlich im Spiel. Und natürlich beim 3-2, natürlich kommen sie nochmal und laufen an. Aber dann haben wir im richtigen Zeitpunkt den 4-2 gemacht. Dann muss ich sogar das 5-2 machen. Machst du da nicht, aber im Endeffekt sind wir alle super zufrieden. Haben 3 Punkte hier in Schott Mainz geholt. Alles super. Alles klar, danke dir. Danke auch. So, hi Sascha. Heute ein 4-2 Auswärtssieg gegen Aufstiegsfavoriten Schott Mainz. Nach einem 1-0 Rückstand hat sich Engels super zurückgekämpft. Was ist dein Fazit zum Spiel? Ja, erstmal hatten wir gar nicht so eine leichte Anreise hier, sind ja wirklich in der letzten Sekunde hier angereist. Mussten uns direkt umziehen, fertig machen, sodass wir es dann auch pünktlich zum Anschluss geschafft haben. Das hat man auch gemerkt. In den ersten 10 Minuten waren wir noch gar nicht so gut drin. Haben ein bisschen gebraucht, bis es 1-0 kam und das war dann der Weckruf, muss ich einfach sagen. Riesig, also bärenstark, was die Jungs danach gemacht haben. Und wir hatten heute ein bisschen vorgehabt, uns also auch ein bisschen tiefer zu stellen, in Anführungsstrichen. Also den Gegner auch aus der Pressingzone spielen zu lassen und dann nach dem Ballgewinn jedes Mal schnell umzuschalten. Und das haben wir heute brutal gemacht. Also ganz klar, Manuel Simons und auch Kevin Lahn, wie die zwei Jungs sich da ein, zwei Mal dann schon da durchgesetzt haben. Also wirklich brutal. Aber ich kann der Mannschaft heute nur ein riesen Kompliment machen. Auch was wir hinten da abgeräumt haben. Unser Torwart, der Saffet, was er für Dinger gehalten hat. Die Kette komplett, alle durch mit Stiefenhofer. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist halt einfach riesig heute gewesen und ein starkes Spiel von allen. Und ja, jetzt einfach ein mega Gefühl. Ich muss es erstmal sacken lassen. Ich bin im Moment noch voller Adrenalin, weil es war wirklich bis zur letzten Sekunde spannend. Auch mit dem Torevorsprung. Dann hatten wir, glaube ich, ein, zweimal auch die Chance, das Spiel schon noch früher zu beenden. Wir hatten, glaube ich, zweimal die Möglichkeit, hier schon früher den Mainzer den Stecker zu ziehen. Aber genauso haben wir auch zwei, dreimal Glück gehabt. Also ich sage, das Spiel hätte ja auch locker 6-4 ausgehen können. Aber insgesamt jetzt einfach mitnehmen, das Momentum. Und ja, wir sind wieder mit dabei, ganz oben. Und das ist jetzt auch wichtig, jetzt Wunden lecken bis Sonntag, wo wir wieder in Mainz sind, in Gonsenheim, was ein ähnlich schweres Spiel wird. Ja, und jetzt einfach mal heute Abend das mitnehmen, jetzt nach Hause fahren und ein gutes Gefühl mitnehmen. Alles klar, danke dir.